Grenzen dicht machen, ist meine Meinung. Sonst kommen aus diesen ganzen freien Ländern lauter Schmarotzer zu uns. Viele Leute ziehen auch aus Night City weg, weil sie Leute wie dich nicht ausstehen können. Das gleicht sich ungefähr aus. Wenn die Grenzen dicht wären, könnte niemand wegziehen. Darüber hast du noch nicht nachgedacht, hä? Nee, aber ich weiß jetzt, warum der Grenzschutz dich nicht haben wollte. Shit! Typ auf dem Bild. Bist du das? Wo zum Teufel hast du das her? Hab's neben Josies schrottreifen Bike gefunden. Will rausfinden, was mit ihr passiert ist. Ach, bist du etwa ein Bulle? Dann lass mal gefälligst deine Marke sehen. Nein, ich bin kein Cop. Ich versuche nur, die Wahrheit aufzudecken. Hier ist was zugestoßen. Was Schlimmes. Hab ich recht? Oh, shit. Die Tigers hatten Stress mit dir. Wollten sie raus aus der Stadt haben. Aber Josie hat nicht gehört. Sie wollte Rache, nachdem sie ihr das Motorrad zerstört hatten. Ich habe sie angefleht, es zu lassen. Aber sie hat das Bike von einem der Bosse gezockt. Sie kam, es flogen Kugeln. Mehr weiß ich nicht. Würde also sagen, ja, es ist was Schlimmes passiert. Hör mal.
Wenn du was rausfindest, lass es mich wissen, okay? Weißt du, wo ich suchen soll? Nein, ich weiß nur, dass sie in die U-Bahn geflohen ist, als es losging. Richtung Süden, die rote Linie von Japantown aus. Keine Ahnung, wo sie ausgestiegen ist. Das ist nicht viel, aber gut. Ich melde mich. Willst du den Alltagsstress vergessen und auf ins Paradies? Warte keine Mikrosekunde länger. Space an die 72. Jetzt sofort. Crystal Palace. Tosendes Leben in der Stille des Weltraums. Verblutet, und zwar langsam, hatte noch Zeit, sich die Fingernägel am Asphalt abzukratzen. Fuck. Schlimmer Tod. Einen guten gibt's nicht, wie. Glaub mir.
dreams. Josie ist tot. Und zwar deinetwegen. Was laberst du für einen Scheiß? Weißt du ganz genau. Du hast sie in eine Falle gelockt, damit deine Chums sie kalt machen. Keine Wahl, okay? Sie hat einen von den Bossen verarscht. Was sollte ich denn machen? Die hätten mich sonst kalt gemacht. Du hattest also eine Wahl. Du wolltest nur deinen Arsch retten. Was hättest du denn getan? Dich kalt machen lassen? Was glaubst du, warum ich jede Nacht hierher zurückkomme? Wegen der Aussicht? Es ist nicht leicht, mit so einer Schuld zu leben. Mir kommen die Tränen. Sie ist verblutet, Jamie. Langsam und schmerzvoll. Hat sich die Fingernägel am Asphalt ausgekratzt. Denk dran, jedes Mal, wenn du dein Scheißgesicht im Spiegel siehst. Fenster, Buschmann.